Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dota Coaching. Ja, er ist wieder mit dabei, er wird mir auf die Sprünge helfen. Schön, dass du mit dabei bist, Hovite. Hallihallo. Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen, da haben wir über Templar Assassin gesprochen. Du hast mir den Helden ein bisschen gezeigt. Ich habe seitdem ein paar Spiele gespielt, nicht alle verloren. Also es ist schon mal gar nicht so schlecht, wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich gebe zu, der größte Panikmoment ist immer noch bei der Heldenauswahl, weil ich queue dann immer als Safe Lane und ich kann genau zwei Helden, TA und Wraith King, und es ist so, wie wenn du in der Schule sitzt und du weißt genau eine Antwort auf eine Frage und du denkst, wenn ich jetzt da nicht rankomme, dann habe ich ein richtiges Problem, und deswegen müssen wir heute meinen Pool so ein bisschen erweitern, damit ich zumindest drei Helden habe, die ich einigermaßen spielen kann. Ja, dann machen wir das doch. Dafür sind wir heute hier. Die Frage ist natürlich, welcher Held natürlich? Und ihr kennt mich, ich suche den Helden natürlich nach Coolness aus. Und deswegen ist klar, wer TA sagt, muss auch TB sagen. Und deswegen werden wir uns heute mal den Terrorblade anschauen. Ein Helden, ehrlich gesagt zugegeben, den ich oft gesehen habe und mir gedacht habe, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was dieser Held so macht. Heute werden wir uns den mal anschauen. Und mal gucken, was hinter dem Terrorblade steckt. Aber ist schon ein cooler Held, oder? Kann man schon mal sagen. Auf jeden Fall. Also jeder Edgy Carry-Spieler ist natürlich auch Terrorblade-Spammer. Okay, alles klar. Und das spricht immer für einen coolen Helden. Wir haben hier sogar Schwierigkeitsstufe 2 von 3. Also das ist nicht ganz unanspruchsvoll. Und wir schauen uns den mal an. Was der Terrorblade so kann, wir gehen mal ganz kurz so ein bisschen die Fähigkeiten durch und dann kannst du mir sagen, wie wir diese Fähigkeiten am besten einsetzen sollen. Natürlich aktuell gerade alles schön winterlich geschmückt hier, sehr schön. Und Terrorblade auf jeden Fall ein Held, der auch viel mit Illusionen zu tun hat. Können wir heute auch so ein bisschen drüber reden, wie das eigentlich ist mit Illusionen. Und sein erster Spell heißt Reflection und erzeugt von allen gegnerischen Helden in seinem Umkreis Illusionen, die diese Helden 5 Sekunden lang angreifen. Man kann die selber nicht kontrollieren, sondern man drückt einfach den Knopf und guckt zu, wie die Illusionen entstehen und draufhauen. Und man kann damit nichts machen, aber für jeden gegnerischen Helden im Umkreis wird eine solche Illusion erzeugt. Also bis zu 5. Ja, außer man spielt gegen Meepo oder ähnliche Helden. Dann gibt es auch nochmal ein paar Illus mehr. Und das Schöne an den Illusionen ist, dass die auch die Auren von den Helden mitnehmen. Heißt, dein Gegner hat einen Radiance, dann kommt deine Illu den Radiance Burn. Oder dein Gegner hat einen AC, dann bekommst du die Attack Speed Aura und die Gegner kriegen die Minus Armor Aura. Oder du spielst gegen einen Venomancer und der hat sein Poison Sting geskillt, dann wird er selbst von seiner Illu gepoison stinkt. Mhm, okay. Das heißt, die Gegner werden auch geslowed und kriegen so ein bisschen Schaden dadurch. Ist das so mein Lane-Spell, mit dem ich so ein bisschen in der Lane was machen kann? Oder wie setze ich den am besten ein? Genau, das ist der Spell, den du auf Terrorblade eigentlich in 100% aller Games immer als erstes skillst, um ein bisschen besser durch die Lane zu kommen, um die Gegner zu harassen, um die auch zu slowen. Und wenn die geslowed sind, dann kannst du dann ab Level 2 bekommst du ja dann deine Meta und dann hast du da Kill-Potential. Okay, alles klar. Du hast es schon gesagt, Meta können wir direkt ansprechen als zweiter Skill. Und zwar Terrorblade, einer der wenigen Helden, die sein Ultimate schon auf Level 2 haben oder auf 1. Denn Metamorphose hat einen extrem langen Cooldown und man kennt es vielleicht aus Warcraft 3 natürlich. Er verwandelt sich in einen Dämon und kriegt jetzt auch Fernkampf. Das heißt, er wird zum Fernkampf-Helden und macht Bonusschaden, hat erhöhte Angriffsreichweite und alle seine Illusionen, die dabei in der Nähe sind, werden auch zu dieser Metamorphose-Form. Genau, ja. Das Besondere an der Metamorphose zuvor war, man hat Movespeed verloren, weswegen es halt relativ schwer war, damit im Early Game Kill zu machen. Du musstest immer warten, bis einer deiner Teammates slowed oder stunt, dass du da wirklich hitten konntest. Aber dadurch, dass Terrorblade relativ viel Basis-Movespeed hat, 315, und sie den Slow rausgepatcht haben und du mit deiner Reflection slowen kannst, ist das auch immer dein Window, in dem du Kills machen willst in der Laning Stage. Vorher wurde es ein bisschen mehr zum Last-Hitten und zum Denyen benutzt. Und jetzt ist es definitiv Level 2, ich suche den Kill. Ja, okay. Aber der Bonusschaden ist jetzt gar nicht so enorm, ne? Und der skaliert auch nicht. Es ist eigentlich eher die Reichweite, die gut daran ist, oder? Also der Spell, der skaliert ja auf mehrere Art und Weisen. Die Duration geht hoch.
Ja. Pro Level, die Attack Range geht hoch und dadurch, dass du zum Range Hero wirst, wirst du dir auch später eine Dragonlance kaufen auf dem Terror Blade, weil du dann nochmal die extra Range dazu bekommst. Und der Damage ist zwar nett, aber der ist eigentlich mehr oder weniger nebensächlich, zumindest im Late Game. Ja. Ja, und das Interessante ist natürlich, alle Illusionen, die er hat, werden auch verwandelt, die in diesem Umkreis sind, den man hier sieht. Das heißt, es werden nicht einfach alle Illusionen umgewandelt, sondern nur die darum. Hat aber gar keine Auswirkung auf diese, diese Illusionen von Feinden, ne? Das ist egal. Die bleiben ja, wie sie sind, und damit kann ich das dann machen. Ja, extrem hoher Cooldown. Wird sehr interessant für mich, das einzusetzen. Bis jetzt mit TA hatte ich ja eigentlich nie große Cooldowns, wo ich wirklich so Chronos 4-mäßig drumrum spielen muss. Bin ich gespannt, wie das am Ende läuft und wie wir das am Ende machen. Der nächste Skill ist ein Illusionsspell, deswegen habe ich das so betont. Er erzeugt einfach eine Illusion von sich, die dann, wie gesagt, wenn er Metamorphose aktiviert, auch zu einer Fernkampfillusion wird. Und damit kann er also Illusionen erzeugen. Ja, und wenn diese Illusion, also die Metamorphose-Reichweite für die Illusion ist 1200. Und wenn die Illusion aus der Reichweite rausläuft, dann ist die Metamorphose vorüber. Aber wenn sie nochmal reinläuft, dann geht die Metamorphose nochmal an. Ah, okay, gut, das wusste ich gar nicht. Tatsächlich, ja, nicht schlecht. Ja, das ist natürlich ein vielseitig einsetzbarer Zauber mit den Illusionen. Damit kann man, glaube ich, gut farmen oder eben auch die Lane entlang pushen. Und damit ist er ein Illusionsheld. Das heißt, wie funktioniert das genau mit Illusionen? Was bedeutet das für mich? Was übernehmen die genau und was nicht? Und wie funktioniert das? Also, deine Illusionen übernehmen den Attack-Speed, den er Held hat, und den Base-Damage, den er Held hat. Heißt, wenn du ein Divine kaufst und plus 350 Schaden bekommst, dann macht die Illu diese 350 Schaden nicht. Ja. Deswegen werden wir uns bei Terrorblade auch auf Items fokussieren, die dir vor allem Stats geben. Und später kommen dann erst die Damage-Items wie Daedalus oder Silver Edge, aber das liegt daran, dass der Illusions-Damage dann nebensächlich ist. Sobald du die Lanes rauspushen kannst mit den Illus, die Map groß machen kannst, ist es dann wichtig, Items zu kaufen, dass du auch die Fights gewinnen kannst mit dem Terrorblade, und das wird dann später der Crit sein. Der von den die Illus critten zwar, aber wie gesagt, sie übernehmen nur den Base-Damage und nicht den Plus-Damage. Genau, das ist ein bisschen verwirrend, weil das steht bei der Illusion tatsächlich dabei. Da steht auch diese grüne Zahl hier von Divine Rapier, weil die Idee der Illusion ist ja, dass sie immer so aussehen soll, wie der Original hält. Aber das ist tatsächlich eine Lüge. Dieser plusgrüne Angriff kriegt er nicht. Er macht nur diesen weißen Damage, der eben durch Stats beeinflusst wird. Und generell möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, weil mir das tatsächlich peinlich lange nicht so klar war. Illusionen sind nicht alle gleich. Also natürlich sind Illusionen von anderen Helden anders, aber wie die funktionieren, ist auch tatsächlich anders. Also wie viel Prozent des tatsächlichen Schadens sie machen, wie viel Schaden sie kriegen, ist bei jedem Illusionsspell mehr oder weniger anders. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles zusammenzuschreiben. Und hier könnt ihr sehen, also die verschiedenen Illusionen haben einen unterschiedlichen Damage-Multiplikator, wie viel des Basis-Attack-Damage prozentual sie machen. Unterschiedliche Dauer, wie viele Illusionen erzeugt werden und wie viel Schaden sie kriegen, ist auch unterschiedlich. Also manche Illusionen sind sehr tanky, andere nicht. Ja, und dann gibt es ja noch die Strong Illusions. Das ist ja auch nochmal eine andere Kategorie. Nämlich Illusionen, wie man es ja schon auf deinem Sheet sieht, können durch gewisse Spells instant zerstört werden. Vor allem alles, was Mana, Train und Hex angeht. Und bei Strong Illusions ist das halt nicht der Fall. Ja. Habe ich aber nicht erstmal als Terrorblade. Ich habe nur die Illusionen von Gegnern über Reflection und die von mir selbst über Conjure Image. Und eine Unterscheidung, die ich auch noch interessant fand, nicht alle Illusionen sehen so aus wie der Held. Also bei manchen Illusionen kann man beim Gegner auch sehen, dass es eine Illusion ist. Was mir auch nicht hundertprozentig klar war, aber natürlich, man sieht es ja ständig im Spiel, das heißt, ein gegnerischer Terrorblade, wenn der Illusionen macht, sehe ich, welche die Illusion und welche der echte Held ist. Anders als zum Beispiel beim Phantom Lancer, der da darauf aufbaut, dass er Verwirrung stiftet, da ist es nicht so. Aber hier, man sieht direkt, der hier ist auf jeden Fall die Illusion und der ist der echte.
Ja, außer er benutzt Manta-Style, dann sehen die Illusionen so aus wie, wie der echte Terrorblade. Das stimmt, ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein bisschen verwirrend, aber hier nochmal der Hinweis, also unterschiedliche Illusionen können unterschiedlich stark sein und das nur mal als Randnotiz. Und was hier auffällt, ist, Terrorblade hat sehr lange andauernde Illusionen, also 34 Sekunden oder 44. Das sind außer der Illusionsrune die am längsten anhaltenden Illusionen, so wie ich das sehe. Das heißt, man kann damit relativ viel machen, weil ich hatte ja als Wraithking auch schon Illusionen über Manta, die schicke ich dann in die Lane und dann oft gehen die schon kaputt, bevor die überhaupt irgendwas gemacht haben. Aber hier bei Terrorblade halten die auf jeden Fall länger an. Ja, also bei Terrorblade, also mit Wraithking ist es so, man spielt den Jungle und lässt die Lane, die direkt neben dem Jungle ist, von den Illus rauspushen. Bei Terrorblade ist es so, dass du beispielsweise die Mitte pushen kannst und währenddessen deine Illu auf die Top- oder Bottom-Lane schicken kannst und dann da die Wave mit der Illu zerstören kannst. Ja. Dadurch, dass die Illu so lange hält. Ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Und wir haben noch eine letzte Fähigkeit, sein eigentliches Ultimate, sein offizielles Ultimate, und zwar Thunder, was auch ein ganz interessanter Spell ist, denn damit tauscht man einfach seinen HP-Balken mit einem Gegner oder einem Verbündeten. Mehr oder weniger. Genau, mehr oder weniger. Da gibt es so ein Cap mit einem Minimum-Swap von 35, 30 und 25%. Das heißt, man übernimmt nicht komplett genau die HP von dem Gegenüberstehenden, sondern du hast immer noch ein bisschen mehr HP, als du haben solltest. Ja, und das werde ich natürlich auf meine Supports anwenden, die eigentlich nur existieren, um mich wieder voll zu heilen, nehme ich an. Oder werde ich dann geflamed? Es kommt drauf an. Also wenn die Tranquil Boots haben, dann ist das definitiv ein Play, was man machen sollte als Terrorblade. Aber wenn die Supports keine Tranquil Boots haben, sind die natürlich erstmal traurig, aber sind auch froh, wenn du ihnen die Free MMR bescherst. Also. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall ein interessanter Spell und wahrscheinlich werde ich oft mit dem nicht benutzt sterben, aber der kann natürlich so einen Kampf nochmal komplett drehen, wenn alle dich fokussen und plötzlich kriegst du den gegnerischen Carry fast direkt kaputt und heilst dich selber hoch. Der ist auch ein bisschen weird, weil der ist kein expliziter Schaden, sondern HP-Removal. Der geht also durch viele Sachen durch, also auch durch die Refractions von TA geht der durch und durch viele andere Sachen. Also der ist einfach ein bisschen anders. Diese Geschichte, der funktioniert einfach immer, wie er funktionieren soll, dass die HP-Balken ausgetauscht werden, bis eben auf diese Mindest-HP, die wir jeweils übrig bleiben müssen. Genau. HP-Removal bedeutet auch, es ist kein Heal und wenn es kein Heal ist, dann kannst du es auch anwenden, wenn du beispielsweise die A-Ulti auf dir drauf hast, die dich normalerweise vom Heilen abhält. Ja. Aber mit dem Thunder kannst du trotzdem die HP swappen. Ja. Das auf jeden Fall. Also da kann man auch mit Spirit Vessel oder Shiva oder so nichts dagegen machen. Das genau. Geht einfach immer. Da kann man gar nicht mit interagieren. Genau. Aber okay. Da gibt es natürlich ein paar Items, bei denen wir aufpassen müssen. Beispielsweise Lotus Orb. Ja. Wenn der Gegner Lotus Orb drauf hat und du ihn thunderst, dann passiert gar nichts. Dann werden die sozusagen hin und her getauscht, zweimal und man kommt wieder beim gleichen Ergebnis raus. Genau, ja. Okay. Aber auch relativ kurze Reichweite, ne? Das ist auch so ein Ding, wo ich wahrscheinlich im Schlachtengetümmel oft irgendwie denke, ah, da ist der gegnerische Sniper auf den Thunder und dann renne ich nochmal durch die Gegend und sterbe. Nehme ich jetzt mal an. Das kann natürlich passieren, aber es findet sich eigentlich in den meisten Kämpfen irgendwer, der irgendwie in deiner Nähe steht. Vielleicht ist es nicht das perfekte Target, vielleicht muss dein Support deswegen dran glauben, aber... Normalerweise findet man sehr oft jemanden und du kannst auch mit Illus HP swappen. Ah, okay. Also wenn dein Held zu viel Schaden gekriegt hat, beispielsweise auch in der Laning Stage und du hast da zufälligerweise noch eine Illu rumstehen, dann swapst du kurz mit der Illu die HP und schon sieht's wieder anders aus. Okay, ja, das ist natürlich gut, da kann ich mir immer selber so meinen eigenen Freund herrufen und dann den direkt aussaugen. Okay. Ja, interessant. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert mit diesem Spell, ob ich das mal hinkriege. Aber wenn, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Emotes im Chat, hoffe ich. Dann gibt es noch den Shard und den Zepter. Splitter ist, erklärst du am besten. Also, man kann es nur benutzen, wenn man nicht in der Metamorphose ist.
Und für die Kosten von 20% von deiner momentanen HP, also du gibst deinen jetzigen HP aus, sagen wir, du hast 1000 HP zu dem Zeitpunkt, kostest 200, wenn du 2000 HP hast zu dem Zeitpunkt, kostet 400, bekommst du im Austausch dagegen, bekommst du Move Speed und Attack Speed, aber wie gesagt, nur außerhalb der Meta. Mhm. Und das ist halt einfach fürs Late Game, damit du auch Möglichkeiten hast zu fighten, ohne dass deine Meta ready ist. Vorher war es immer so ein, man muss warten, bis die Meta ready ist, dann musst du dir einen Refresher Orb kaufen, dass du öfter fighten kannst. Und jetzt kann man da vielleicht das ein oder andere Skirmish überbrücken mit dem Shard. Das heißt, ich muss die Illusion, die ich damit buffen will, aber davor beschworen haben. Das wird nicht rückwirkend. Also ich kann es nicht aktivieren und dann was beschwören, dann wird es nicht übertragen. Also es wird übertragen, das ist quasi so eine Aura, die um dich rum ist. Für die Okay, und natürlich der Schaden auf mir ist natürlich erstmal schlecht, aber da ich durch Sunder natürlich manchmal davon profitieren kann, dass ich wenig HP habe, weil ich einem Gegner wenig HP geben kann, kann es auch manchmal gut sein dann. Ne? Genau, und im Late Game wirst du definitiv ein Satanic im Inventar haben, wenn du Terror Blade spielst. Und da ist das dann auch nicht mehr, sag ich mal, so schlimm. Satanic, das hatte ich, glaube ich, noch nie so. Aber ich bin gespannt. Und wir haben das Zepter. Da kriege ich einmal einen Mini-Meta sozusagen. Ich werde für eine kurze Zeit in diesen Meta-Modus gebracht. Und einen 4 im Umkreis. Sodass ich auch, wenn Meta auf Cooldown ist, auch da noch ein bisschen was machen kann. Genau. Und aus dem Grund ist auch das sechste Item, was man sich gewöhnlicherweise auf Terrorblade kauft, der Swift Blink. Der gibt dir, nachdem du ihn benutzt hast, gibt er dir Move Speed und Beweglichkeit, was er in dem Fall, also extra Beweglichkeit noch zu den 25, die er gibt. Ist ja bei Terrorblade auch nochmal einiges an Damages, die er dazu bekommt, wenn er den nutzt. Mhm. Und wenn du dadurch, dass deine Aghanims-Fähigkeit viert, und zwar nicht so funktioniert, wie der Fear von den meisten Helden, dass Heroes in die eigene Fronten gefeiert werden, sondern immer vom Terrorblade weg, kannst du dann auch in den Teamfight springen und kannst den komplett splitten. Also du blinkst in 5 Gegner rein und drückst deine Aghanims-Fähigkeit und auf einmal laufen 5 Gegner in 5 verschiedene Richtungen. Oder du kannst dann auch beispielsweise jemanden gezielt aus der Base rausfieren, wenn du Highground gehen willst. Und da hast du schon einiges an Play-Potential mit dem Swift-Blink im Late-Game. Okay, das ist sehr cool auf jeden Fall. Ja, das waren so die Fähigkeiten im Allgemeinen. Du hast jetzt schon ein paar Items erwähnt. Was ist denn so meine normale Item-Progression, die ich so anstrebe? Also in den meisten Games wird's Magic Wands, den brauchst du definitiv auf Terrorblade. Dadurch, dass der HP-Pool so gering ist am Anfang. Und du in der Lane schnell gebürstet wirst, wenn zwei Helden Level 3 erreichen beispielsweise, wenn da ein Stun dabei ist, kann es halt passieren, dass du direkt von 100 auf 0 getroppt wirst, ohne dass du wirklich ein Counterplay-Potential hast. Deswegen willst du Magic Wand haben, um dich wieder in so Situationen hochzuheilen. Mhm. Power Threats, ganz klar, für den Attack Speed, den du durch die Power Threats bekommst und die Stats, die du dazu bekommst. Das heißt ja auch mehr Attack Speed und mehr Stats auf deine Illusion. Danach wird es dann in den meisten Games wird's eine Dragonlance. Also es wird immer Dragonlance oder Yasha in dem Punkt. Außer man kauft eine Midas, aber das würde ich jetzt erstmal überspringen, dieses ganze Midas Gaming, und wir konzentrieren uns auf vernünftiges Dota. Also frühes Yasha heißt schneller farmen. Also Yasha und Dragonlance kosten ähnlich viel. Aber Yasha gibt dir mehr Farming Speed, dadurch, dass du auch mehr Move Speed bekommst und mehr Attack Speed. Aber Dragonlance gibt dir natürlich mehr Stärke, und dadurch, dass du, wie angesprochen, so wenig HP hast, bedeutet für dich mehr Stärke auch mehr Möglichkeiten, deine Ulti zu benutzen, ohne gebürstet zu werden. Und da müsstest du halt das davon abmachen. Will ich zuerst Dragonlance, damit ich die Lanes spielen kann, oder sind die Lanes so verloren, dass ich komplett in den Jungle gehe, dann würdest du Yasha zuerst kaufen. Okay. Mhm. Und dann kannst du dich, nachdem du das Blade of Alacrity hast, kannst du dich dann entscheiden, welches der beiden Items du haben willst. Dadurch, dass beide Items
mit dem Blade of Alacrity gebaut werden, kannst du dann deine Entscheidung quasi noch ein bisschen verzögern im Spiel. Alles klar. Und die Dragonlance erhöht ja meine Angriffsreichweite für Fernkämpfer. Das ist dann wirklich nur für Meta gedacht. Also genau. Man kauft dieses Item wirklich nur für den, also diesen Effekt hat man dann nur in der Meta-Zeit. Korrekt, ja. Okay. Jetzt muss ich natürlich eine kleine Klugscheißer-Frage stellen, weil wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen über Thread Switch gesprochen, wo man natürlich ein bisschen Mana sparen kann, wenn man, während man seine Zauber wirkt, viel Mana hat, also auf Intelligenz geswitcht hat. Wie ist das denn jetzt, wenn ich auf Intelligenz switche und dann meine Illusion beschwöre und dann zurück auf Beweglichkeit? Hat die Illusion dann die Stats nach dem Switch oder die vor dem Switch? Habe ich dann eine schlechtere Illusion, als wenn ich es normal machen würde? Du hast eine schlechtere Illusion, ja. Das mit dem Thread Switch geht nur auf Naga und möglicherweise auf CK, das weiß ich jetzt gar nicht, weil die für einen kurzen Zeitpunkt nicht auf der Map sind und du quasi die Threads tuggeln kannst, während der Held nicht existiert, sozusagen. Ah, okay, weil bei denen sehen die Illusionen genauso aus wie die Helden, die haben dieses Verwirrungspotenzial und da verschwindet man immer kurz, damit der Gegner nicht weiß, wo die Illusion entsteht und dann kann man das auch kurz switchen, okay, mhm. Aber bei Terrorblade geht's nicht, deswegen, solange du keine Mana-Probleme hast, sind die Threads immer auf Beweglichkeit, einfach damit die Illus stärker sind. Ich habe die ganze Woche Thread Switch geübt und jetzt kann ich es nicht mal zeigen hier. Aber zumindest ja, bei. Du hast ja noch mehr Spells als die Illus. Okay. Gut, und dann. Also Dragonlance, Yasha und dann Manta Style? In fast allen Games würde ich ja Manta Style empfehlen. Es gibt so ein paar Ausnahmehelden, gegen die du lieber Sunch haben willst als einen Manta Style. Das sind die Helden, die Spells, also die CC auf dich nutzen können, der durch BKB geht beispielsweise, wie der Call von X oder AP von Magnus. Das sind beide Stunts, gegen die kannst du dir keine Items kaufen. Und wenn du dann Sunch hast, bekommst du Status Resistance. Und die Stunts halten 20 Sekunden kürzer. Aber auf Terrorblade, in den meisten Games ist Manta Style die bessere Wahl. Einfach dadurch, dass du sowieso schon Items kaufst, dass deine Illus stärker sind. Deine Manta-Illus profitieren auch von der Meta. Ja. Und du kannst Silences von dir runterpurchen und das. Oder einfach unangenehme Spells von dir runterpurchen. Und da du oftmals die BKB, solange die Lane willst, wie es geht, ist Manta da meistens die bessere Wahl oder die Wahl vor Sunshin Yasha. Okay. Und dann, nachdem wir Dragonlance Manta haben, wenn du fighten musst früh, ist dein nächstes Item vermutlich ein Skadi. Skadi gibt dir den HP-Pool, den du brauchst. Skadi gibt dir den Mana-Pool, den du brauchst, du wirst nachher merken, du hast definitiv Mana-Probleme mit Terrorblade, wenn du die ganze Zeit Illus und Manta spammst. Okay. Und Skadi gibt dir natürlich auch den Slow. Und wenn du in deiner Meta bist und Gegner geslowt sind, ist es für die echt schwer, von dir nochmal wegzukommen, einfach dadurch, dass du so viel Movespeed hast und die so langsam sind. Skadi wird aber nicht von den Illusionen übernommen, ne? Korrekt, ja. Also das sieht zwar schon so aus, weil die auch diese Eiskugeln schießen, aber die haben tatsächlich keinen Effekt. Die haben keinen Slow, ja. Okay. Okay, wenn ich kämpfen muss, Skadi, und wenn nicht? Dann könntest du, also es kommt so ein bisschen aufs Game an, aber da gibt es definitiv Games, wo man Butterfly vor dem Skadi kaufen kann. Aber Butterfly bedeutet für dich auch, du hast einen sehr geringen HP-Pool. Das ist dann ein gutes, aber deine Illus sind halt deutlich stärker als mit einem Skadi. Ja. Einfach weil du so viel Beweglichkeit, Evasion, Attack Speed kriegst. Und das wäre dann gut, wenn die Gegner viel Right-Click-Schaden haben. Also wenn du beispielsweise gegen einen Phantom Lancer spielst. Gegen Phantom Lancer, wenn die Illus 35% Chance haben, sich nicht zu treffen, ist das natürlich sehr angenehm für den Terrorblade. Oder auch wenn die Gegner deine Illus nicht so schnell killen können, weil sie keine guten Spells haben, brauchen die auch nicht zwingend den HP-Pool vom Skadi so früh. Und dann kannst du das Skadi delayen. Aber okay, das ist ein Item, was du eigentlich so ziemlich immer auf der Terrorblade haben willst, das Skadi. Einfach mit dem Slow und auch im Late Game mit der Heal Reduction, die Skadi mit sich bringt, ist es sehr schwer, den Terrorblade nochmal zu manfighten.
Einfach weil die Gegner nicht vor dir weglaufen können, aber wenn sie dich fighten wollen, lifestealen sie weniger oder healen weniger. Und dann ist das so eine Schachmatt-Situation mit dem Terrorblade für die Gegner. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. BKB? Wollen wir delayen, solange es geht. Okay. Also, es gibt so Games, dann hast du Dragonlance im Inventar, hast Manta im Inventar und dann siehst du, oh, die Gegner laufen nur zu fünft rum. Die haben echt guten Teamfight, die holen einen Tower nach dem anderen. Dann musst du dir quasi BKB für den Fight kaufen. Aber es ist... Dann musst du den Fight auch gewinnen. Wenn du dann das Investment ins BKB gemacht hast und den Fight verlierst, dann ist das Game eigentlich ziemlich over. Weil es dir nichts an Farming Speed gibt, sondern einfach nur die Magic oder ja, die Magic Resistance und die Spell Immunity für den großen Teamfight. Ja. Ja. Okay, also man hat halt das Problem, dass man einfach zu wenig Slots hat auf Terrorblade. Mhm. Ja, ich merke schon, ja, wenn du es auch noch Satanic erwähnt hast. Ja, du willst noch einen Satanic haben, du willst eigentlich noch einen Crit haben. Das muss man immer so ein bisschen vom Game abhängig machen. Kann ich mir jetzt das Butterfly kaufen? Muss ich jetzt das Guardi skippen, weil ich einen Butterfly im Inventar habe, aber jetzt den Lifesteal brauche? Vielleicht ist der Slow dann nicht so wichtig. Also es gibt viele gute Items auf Terrorblade, aber einfach viel zu wenig Item-Slots auf Terrorblade. Okay. Und wie gesagt, im Late-Game willst du den Swift-Blink haben, aber mit dem kannst du, also dann würdest du die Boots gegen den Swift-Blink austauschen, weil immer wenn du den Swift-Blink benutzt, hast du sowieso um die 470 Move-Speed, solange du Manta-Style im Inventar hast, dann bräuchtest du keine Boots mehr. Ja. Das Aghanims kannst du konsumieren im Late-Game und den Refresher im Backpack und dann ist unser Terror-Blade. Okay, gut. Dann ist der bereit. Gut, dann ist klar. Okay, also ich sehe, das ist auch wieder ein Creeps- Verhau-Held, oder? Kann das sein? Also der ist besonders gut im Creeps verhauen, aber das Problem ist, wenn du 30 Minuten lang Creeps verhaust und in den Fights nicht dabei bist, sterben deine Teammates halt sehr, sehr oft und du kannst keine 1 gegen 5 Fights gewinnen. Ja. Das heißt, eigentlich willst du Creeps killen, aber du musst öfter in den Fights sein, um deine Teammates zu retten. Aber das kann ich ja eigentlich ganz gut um Metamorphose herum machen, oder? Also genau. Zu sagen, ähnlich wie bei Wraith King, wenn ich mein Ult hab, dann kann ich aggressiver spielen und auch mal gucken, ob was geht. Und wenn nicht, dann eher farmen, so dann auch ein bisschen mit Meta. Auf jeden Fall. Also Meta ist da für die Objectives. Also entweder für die Teamfights oder die Tower oder den Roche. Das sind so die Momente, auf die du warten willst, bis du Meta ready hast. Und das ist dann zum Beispiel auch ein guter Highground-Push, oder? Mit Meta und dann von unten den Turm angreifen? Definitiv. Also du kannst ja dann beispielsweise auch eine Elo hochschicken, dass du Vision auf den Tower hast. Das ist ja oftmals das Problem, man verliert die Vision auf den Tower, wenn man auf dem Low Ground steht. Außer der Tower hittet einen selbst und dann kannst du immer eine Elo auf den High Ground schicken. Die Elo gibt dir Vision, wo sind die Gegner und du siehst den Tower, kannst den angreifen und dann ist das ein relativ einfacher Siege mit einem Terrorblade. Okay. Gut, das heißt... gibt es, also weil wir haben ja bei TA drüber gesprochen, so, okay, du farmst bis zu einem gewissen Punkt und ab dann will man kämpfen. Gibt es sowas bei TB auch oder will der eigentlich nie wirklich kämpfen, sondern immer nur, wenn es sein muss? Also ein gutes Timing zum Kämpfen ist auf jeden Fall die Dragonlance. Wenn du die fertig hast, okay, und Meta ready hast, dann kannst du definitiv mal ein Fight, also ein Skirmish forcen oder ein Tower. Das ist so dein erstes Timing. Und ansonsten ist ein ganz gutes Timing Level 15, weil du da die 275 HP dazu kriegst und der HP-Pool von Terrorblade, wie schon so oft angesprochen, ist sehr gering und das macht halt einiges aus. Wenn du, ja, wenn du Level 15 bist und dann Skadi im Inventar hast, das ist dann meistens so ein gutes Timing für einen Fight. Okay, und das Farmen an sich funktioniert, weil ich merke, ich habe jetzt gar kein Farming-Item gekauft oder kein klassisches, das heißt, ich mache das mit meinen Illusionen. Genau. Ja. Da will ich dann auch, dass die Illusionen Schaden kriegen, ich nicht, und dann immer die mitnehmen und dann auf Cooldown beschwören und dann dadurch immer mehr farmen. Und die, korrekt, ja. Ja, okay. Und du würdest die Lanes entlang schicken und wenn du mit den Illus die Waves cuttest, würdest du immer schauen, dass du das Range Creep zuerst angreifst mit deinen Illus, weil das Range Creep am meisten Gold gibt. Und es hat ja Piercing Damage, wie in Warcraft 3. Mhm.
Und deswegen willst du das auch als erstes fokussen, damit deine nächste Wave einfach stärker pusht als die gegnerische Wave. Alles klar. Bevor wir anfangen, noch eine ganz kurze Sache zum Thema, weil das ist jetzt der erste Held, der so viele Illusionen hat. Bei Wraith King hatten wir immer so Manta und so, aber wie machen wir das mit den Hotkeys? Ich habe aktuell einen Hotkey für alles, was ich habe, also Held plus alle Illusionen, das ist bei mir die 1. Und dann habe ich noch einen Hotkey für alle Einheiten außer meinem Hauptheld, das ist bei mir die 2. Reicht das oder benutzt man da noch mehr? Also das ist natürlich, das ist so ein Muscle-Memory-Ding. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du noch ein paar Hotkeys frei hast, auf jeden Fall ein Hotkey für die Manta-Illus. Ja. Die willst du meistens sowieso zusammen losschicken. Und ansonsten ist Tab auch, also durchtabben durch die Units. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Hotkey hast. Ja, das ist bei mir Push-to-Talk. Aber ja, müssen wir mal gucken, ja. Der ist halt auf Terrorblade sehr nice, weil du immer die neuest beschworene Illu dann auswählst. Und dann kannst du der Shift-Commands geben, wo sie als nächstes hinlaufen soll, was sie als nächstes pushen soll. Und dann musst du dich da gar nicht mehr drum kümmern. Und immer, wenn du eine neue Illu beschwörst, kannst du dann abdrücken und kannst der dann den nächsten Command geben. Ja, und ganz kurz, weil du gesagt hast, Manta-Style, wenn ich denen jetzt eine Kontrollgruppe gebe, den Manta-Style-Illusionen, und dann sterben die, und dann beschwöre ich die wieder neu, dann behalten die die Steuergruppe, ne? Ja. Korrekt, ja. Okay, das ist natürlich cool. Aber die Idee ist schon, dass die Illusionen wirklich alleine rumlaufen. Oder wie bei Wraith King, dass man die zu zweit irgendwo hinschickt. Also deine Illusionen, die der Held machen kann, das Conjure Image, die können alleine rumlaufen. Und dein Manta-Style läuft meistens im Paar rum. Okay. Okay. Gut, dann muss ich mir noch Tab irgendwie belegen. Und dann wäre die Idee, ich beschwöre eine Illusion, wähle alle anderen Einheiten aus, hab dann die neuestbeschworene ganz als erstes mit Tab und kann die dann direkt irgendwo hinschicken. Also du musst dann gar nichts auswählen. Wenn du deinen Held ausgewählt hast, eine Illu machst und Tab drückst, also so ist zumindest bei mir, dann habe ich direkt die neuestbeschworene Illu ausgewählt. Und sonst. Okay. Wenn du ja die alle Einheiten quasi drin hast und durchtappst, dann bewegen sich ja auch alle Einheiten, selbst wenn du durchgetappt hast. Ja, ja, ja. Okay, das muss ich mir dann angucken mit dem Hotkey. Das kriegen wir jetzt, glaube ich, so hin. Aus dem Chat kam noch ganz kurz die Frage, wie gehe ich denn gegen solche Illusionenhelden vor, die ganz viele Illusionen bauen? Was sind da gute Möglichkeiten, gegen sowas zu kämpfen? Also, das beste Item, was man als Core-Spieler bauen kann, ist definitiv Mjolnir. Also, Illusionen, vor allem die Terrorblade-Illusionen, haben ja sehr viel Rüstung, das heißt, physische Angriffe sind da nicht so effektiv. Und es gibt ja auch, oder auch wie bei Phantom Lancer, der hat ja auch sehr viel Beweglichkeit und deswegen haben die Illusionen ja auch viel Rüstung. Und dann ist es einfach deutlich leichter, die mit magischem Schaden zu zerstören und da bietet sich das Mjolnir immer an. Genau, die machen sogar mehr Schaden an Illusionen, ne? 150% an Illusionen. Ja. Also das ist das beste Item, was du kaufen kannst und das zweitbeste Item wäre ein Gleipnir. Wenn dein Held jetzt kein guter Mjolnir-Carrier ist, wäre Gleipnir da ganz gut. Und ansonsten würdest du halt schauen, dass du herausfindest, wer der echte Held ist. Also ich weiß, hört sich jetzt einfacher an, als es meistens ist, aber du würdest herausfinden, wer der echte Held ist und würdest den direkt von Anfang an bürsten. Würdest gucken, dass er so wenig AP hat wie möglich, dass die Illus dann auch wenig AP haben. Ja. Dass auch der Fight dann in Zukunft leichter wird und dann einfach sagen, okay, sobald der Illusionen hat, ist das vielleicht kein guter Fight mehr für uns und dann dodgen wir den auch erstmal, wenn da 10 Phantom Lancers auf uns zulaufen, statt dass wir einen alleine sehen. Nee, das ist ein guter Punkt. Die HP jeder neuen Illusion orientiert sich ja an den aktuellen HP des Helden. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie so ein Chaos Knight mal gangst und dem schon halbe HP zufügst, kriegen alle Illusionen, haben auch automatisch nur noch die halbe HP. Genau, ja. Okay, ja. Okay. Bei Illusion Heroes geht es halt oftmals um das Bursten. Das braucht meistens ein bisschen Teamkoordination, dass man einen Ward stellt, man sieht ihn, dann drückt der erste den Stun, der zweite drückt den Stun und von da an sind die Helden meistens kein so großes Problem mehr. Aber du musst halt den echten finden, bevor der Fight anfängt. Ja. Ja, kein Problem. Okay, gut. Sind wir bereit? Jawollo. Ich bin bereit.
Das kann natürlich jetzt wieder ein Desaster werden wie beim letzten Mal, aber ich habe mir Terrorblade auch so ein bisschen ausgewählt, weil der in der Regel nicht gebannt wird. Das ist für mich tatsächlich die höchste Priorität, damit diese Helden nicht gebannt werden, damit ich die auch spielen kann. Aber wir müssen wieder in Normal rein, ne? Ja. Wir können nicht Rangliste spielen mit Coach, ja. Also es geht irgendwie bei vielen Leuten, aber manchmal funktioniert es nicht und das Risiko würde ich jetzt ungern eingehen. Okay. Ja, das heißt, wir müssen da so ein bisschen schnell sein und möglichst schnell die Safe Lane für uns beanspruchen. Weil, so wie ich es verstehe, Terrorblade spielt man ausschließlich Safe Lane. Korrekt, ja. Ja. All Pick, genau. Okay. Los geht's. Aber der ist ganz angenehm eigentlich am Anfang, finde ich. Der hat einen sehr schnellen Angriff für Last Hits und der hat absurd viel Rüstung. Also der hat irgendwie 8 Rüstung oder so. Also lächerlich viel. Jo. Also du hast auch im Late Game, ohne dass du dir ein wirkliches Rüstungs-Item gekauft hast, hast du so um die 44 Rüstung. Okay. Und das macht dich natürlich sehr gut gegen physischen Schaden. Aber ja. Dadurch, dass dein HP-Pool so gering ist, ist der magische Schaden meistens das Problem vom Terrorblade. Ja, okay. Das heißt, so schnell wie es geht, stick. Das heißt, was sind dann meine Starting-Items? Deine Starting-Items sind... es kommt ein bisschen drauf an, ob du wieder mit dem Magic Wand anfangen willst, aber oder mit dem Stick anfangen musst. Aber ich sag mal, in den meisten Games ist es ein Quelling Blade, Tangos... Dann Doppelbranch, Circlet plus Slippers. Und dann wirst du dir später den Magic Wand bauen. Aber wie gesagt, kommt auf die Lane an. Und wenn du gegen eine Lane spielst, die direkt von Anfang an viele Spells used, dann wäre es Quelling Blades, Tangos, Stick und Branches. Ja, okay. Ja, Quelling Blade ist natürlich ganz gut. Wird Quelling Blade auch auf Illusionen übertragen? Also wenn das ich farme. Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ja, das habe ich auch. Das ist das erste Mal. Das ist auch sehr schwer herauszufinden, weil die Illusionen ja nur einen Bruchteil von deinem Schaden machen. Ja. Und die Damage-Werte in Dota ja nicht fix sind, sondern sagen wir zwischen 70 und 80. Und dann kriegen die 30% mehr Schaden von deinem Quelling Blade, von deinen 8 Schaden von Quelling Blade. Also ich kann es ja gar nicht sagen. Ich überlege nur, ob es eine Rolle spielt beim Farmen, ob man die Quelling Blade dann, weil da kämpft man ja immer gegen Creeps, ob das dann viel bringt. Aber können wir nachreichen. Also vermutlich bringt es, also selbst wenn es funktioniert, bringt es ja nicht sonderlich viel. Dann sind es ja, wenn du dein Illus gemaxt hast auf Level 7, dann sind es ja 4 Schaden, die du dann von deinem Quelling Plate dazukriegen würdest auf den Illus. Du, ich habe gehört, als Position 1 geht alles nur um Effizienz. Und da ist jeder Punkt Schaden wichtig. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber ich wollte ja nur gesagt haben, bis Level 7 hast du ja schon 6 Items im Inventar. Brauchst du ja gar kein Quelling Plate mehr. Stimmt, ja. Und ansonsten vom Farmen her nehme ich mal an, ähnlich wie TA, also diese Camps da über oder unter der Lane und dann so eher sicher farmen die eigenen Camps. Und wie sieht's aus mit Ancients? Also Ancients farmst du am Anfang nur mit Meta. Oh wow, okay. Also wenn du siehst, wir sind jetzt bei Minute, sagen wir 12 beispielsweise oder 11,50. Ja, ich bin gerade sowieso in der Nähe, dann stacke ich mir kurz nochmal die Ancients und dann würdest du dafür deine Meta benutzen, um den Stack zu fahren. Ja. Aber das ist nur so ein Early-Game-Ding, weil Ancients halt das meiste Gold bringen von allen Creeps und die meiste XP und dann willst du es natürlich am Anfang ausnutzen, aber später ist die Meta einfach ein Cooldown, den du brauchst. Und dann kannst du den nicht mehr so benutzen. Your turn to ban. Okay, ich pick sofort Terrorblade, sofort, sobald ich es kann. Damit wir den haben. 5 seconds remaining. Klar. Tu es. Und dann hoffen wir einfach, dass da nicht zu viele Linas auf uns herabprasseln werden. Huh, okay, das sieht schon mal gut aus. Die einzige Gefahr ist, dass wir jetzt noch einen zweiten Pause 1 kriegen bei uns in der Lane. Wie damals mit Sniper.
Tja, der Leroy Jenkins ist schon, der ist schon gar nicht so zufrieden. Okay. Ja. Na gut, Biber weiß ich nicht, vielleicht hat der noch Bock. Ich glaube, es wird Biber. Okay, wir haben PA gegen die Lane wahrscheinlich nicht. Spiritbreaker ist eher nicht so der Spellcaster, ne, dass wir den Stick brauchen. Genau, ja. PA wird ja vermutlich auch oben lane mit AA zusammen. Huska entweder auf deiner Lane oder in der Mitte. Schauen wir mal. Aber das wird auf jeden Fall ein später Stick für dich. Kannst hier mit Circlet und mit Slippers anfangen. Und dann auch. Da kommt zu, jetzt noch ein Bristol back. Okay. Dann auch zu Wraithband bauen? Genau, ja. Guck mal, wir haben mit Biber eine Windrunner. Windranger. Nicht so der klassische Post-5-Pick, aber vielleicht. Zumindest. Biber schafft das schon. Biber kriegt das hin. Also, PA würde für dich auch bedeuten, im Late Game. Im Late Game ist ein Item, was du haben willst. Wie heißt es denn jetzt? Butterfly? Ah, ja. 20.000 Stunden Dota gespielt und kennt die Itemnamen nicht. Moment. Ich muss mal nach. Bloodthorn. Bloodthorn willst du im Late Game haben. Damit die. Weil Bloodthorn die macht, dass der Gegner nicht mehr evaden kann. Ist das nicht das teuerste Item sogar, das es gibt? Das müsste das teuerste Item sein, ja. Ja, okay, kein Problem. Bloodthorn, deswegen ja im Late Game. Okay. Also der Huska wird vermutlich Evasion kaufen mit Halberd und die PA hat Evasion durch ihr Blur und jeder, der von Bloodthorn gesilenced wird, kann nicht mehr ausweichen. Das ist Orchid plus Mage Slayer. Beides Items, die ich glaube ich noch nie benutzt habe. Angriffe auf das verstummte Ziel können nicht verfehlen. Okay. Und Monkey King Bar ist, dass er zu 80% nicht verfehlen kann. Okay. Oh, aber das geht auch nicht auf Illus. Also deine Illus würden immer noch missen, selbst wenn du Monkey King mehr hast. Ah, und Bloodthorn ist ein Debuff, von dem meine Illus auch profitieren. Ich verstehe, genau. Okay. Ja. Hi, guys. Gut. Sorry, jetzt habe ich die Antwort auf Wraithband nicht mitbekommen. Ja, ja, Wraithband. Definitiv. Wraithband und dann wahrscheinlich die Frage, entweder Boots oder Stick zuerst, je nachdem, wie viel Caster-Gedöns, ja. Okay, mal gucken. Okay, sie hat einen Ward dabei. Biber. Ich bin jetzt nicht so der First Blood-Typ, oder? Nehme ich mal an. Nee, das übernimmt schon Windrunner. Genau, also du willst jetzt einfach warten, bis es auf deiner Lane losgeht. Von den Items her sieht's aus, als wäre es Baratrum Offlane. Huska Mitte und dann ist entweder AA oder Wyvern unten, das kann man jetzt noch nicht so sagen. Kann auch sein, dass sie, also ich würde empfehlen, auf dem High Ground hier zu warten und dann erstmal gucken, was so passiert. Nämlich, du verlierst jeden Fight gegen jeden Held, Level 1, solange du alleine bist. Und dann wirst du einfach die safe Bounty holen. So ist besser die. Also klar, es kann sein, dass der Barra da alleine steht, du klickst schneller als er hittet dich nur zweimal. Dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn dann da zwei Helden sind und auf einmal drücken die Spells auf dich und du startest mit halber AP in die Lane und das ist was du als Carry gar nicht machen willst. Ja. So, der Barra ist hochgecharged, das bedeutet für dich erstmal Free Farm. So, und jetzt anders als TA, ich will nicht pushen, ich will die einfach die Lane bei mir vorm Turm halten, alles ganz normal. Ja.
Let's not push the lane, please. Ich glaube, ihr seid beide der Carry. Und mit deiner Refraction willst du immer drauf warten, wenn es geht, dass beide Gegner zusammenstehen und dass du dann beide in dem AOE hast. Small Camp ist auch offen, heißt, wenn hier reingepusht ist, kannst du entweder Small Camp oder Hard Camp pullen gleich. Und das wäre jetzt so eine Reflection-Situation, wo die nebeneinander stehen. Ja. Aber Small Camp kriegst du nicht mehr, musst du Hard Camp holen. Ah, kann ich die stacken noch? Okay. Aber jetzt gibt's auch nichts mehr mit dem Pull, jetzt musst du für den nächsten Wave. Ja, okay. Ja, das ist oft schwer mit dem Timing. Wo ist denn die Lane jetzt hingegangen vom Gegner? Wir sind an deinen zwei Range Creeps gestorben. Oh, wow. Der Piercing Damage macht schon einiges. Also macht einen großen Unterschied. Oh, jetzt. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt pull ich die andere Lane. Okay. Oh, das löst sich jetzt wieder auf. Und ruhig Refraction Spam. Sobald du deine Boots hast, kannst du auch mal gucken, ob du den Kill auf AE kriegst. Für den Kill kannst du jetzt auf Level 3 kannst du noch einen Punkt in deine Meta machen. Ja, den Barer kann man da auch ein bisschen hätten. Jetzt ist wichtig, dass du dir gleich mit dem nächsten Kurier Region bringen lässt. Und dann immer die Hits auf den AE packen oder auf den Barer, wenn es geht. Wenn du denkst, die können mich gerade nicht goen. Du hast relativ viel Damage, du hast relativ viel Range, die sind beide halber AP. Also, solange die Meta läuft, willst du auch Gegner hitten, wenn es irgendwie möglich ist. Auch nicht mehr gestackt. Der Lotus liegt noch, den kannst du dir noch holen. Also stacken als Carry ist auch nicht so wichtig, wenn dann machst du den Small Camp Pull einfach. Ja. Und jetzt könntest du wo war denn meine Illusion? Ach, die war ganz low, weil ich wenig HP habe. Okay, ich verstehe. Deswegen ist sie sofort gestorben. Nee, du hast ja gar keine Illusion. Ich habe gerade doch gerade Reflection gedrückt. Ja, aber nicht auf den Barer, sondern auf den Boden. Wie, das ist doch ein Umkreis um mich rum, oder nicht? Nee. Das ist ein Spell mit einem AOE. Mit einem 500er Radius. Ach, ich dachte, das ist automatisch um mich herum. So, nein. Ach so. Deswegen meinte ich, ein bisschen warten, bis die zusammenstehen, dass du Reflection auf beide kriegst. Ja. Wie jetzt hier beispielsweise. Das wäre... Genau. Jetzt check ich's. Okay. Und die geben dir auch Vision, wenn die Gegner weglaufen und du Vision verlieren würdest. Hier noch zum Small Camp Pool. Jetzt zum Small Camp Pool. Wenn du nicht gesagt hättest, ich hätte das nie gerafft, glaube ich. Und das dann auch farmen? Genau, ja. Haut der ab einfach. Also, die Refraction-Illusionen können nicht sterben. Die können nur dispelled werden, aber sterben können die nicht. Ergibt das Sinn? Jetzt spawnt der Lotus gleich wieder, den kannst du dir noch holen. Das
Mist, die Lane ist so hart reingepusht. Gut. Ich hab Meta. Ja, vielleicht. Also, was du immer machen willst, bevor du Meta nutzt, immer Refraction drücken. Das hat kaum Cast-Time. Die Gegner sind geslowt und dann von da an willst du Meta drücken und Gegner hitten. Ja. Aber jetzt, du hast wieder Meta an, der E ist relativ low. Aber Bara ist natürlich noch da, jetzt musst du aufpassen, dass die dich nicht zu zweit gauen. Vielleicht einfach auf die Last jetzt fokussieren, das ist schon in Ordnung. Okay, ich merke schon, die Illusionen sind super schwach, wenn ich selber low bin. Ja, ja, okay, ich verstehe. Da ist meine eigene HP natürlich super wichtig. Let's not push the lane, please. Und das wäre jetzt wieder ein Branch-S-Szenario gewesen. Ja, 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 na, ja. Aber das, auf jeden Fall noch eine Self im Career bringen lassen. Achso, ist schon drin, wunderbar. Und du kannst die Illus hier benutzen, also wenn du dir nicht sicher bist, ob du Last hitten kannst, kannst du eine Illusion spawnen und Akropullen mit der Illu. Ah ja. Mhm. Also würdest du im Tower stehen, würdest eine Illusion spawnen, den Gegner mit der Illusion rechtsklicken. Die Creeps würden zu deiner Illusion laufen und dann könntest du die zu deinem Held ziehen, ja, sodass du im Tower Last hitten kannst. Und der Skillbit ist soweit richtig. Reflection und dann abwechselnd Meta und Illu. Auf Illu maxen von jetzt an. Also Meta Level 2 war für den Kill gedacht unten. Die Windrunner hat leider keinen Stun skillen wollen. Deswegen hat der Kill nicht so funktioniert. Und von jetzt an einfach nur noch die Illus maxen und danach die Meta. Ja. Also hier gegen die beiden kannst du jetzt auch nicht mehr gut lanen. Das heißt für dich immer, sobald du jemanden siehst, Akropullen nach hinten und so weit von denen weglastippen, wie es geht. Das ist okay, das ist schwer mit der Illusion. Okay, ich kriege ja auch keine Last jetzt. Das heißt, ab wann könnte ich in den Jungle gehen? Also jetzt mit den Puls arbeiten noch und dann auf Level 6 Ulti skippen, Illus skillen und dann geht's für dich vermutlich in den Jungle. Hey, die Last jetzt gegen diese Creeps, die ständig hin und her dackeln, ey, das ist auch das Schlimmste, was es gibt. Und die nächste Wave wird jetzt vor deinen Tower kommen, außer die haben das Hardcamp gepult. Die haben das Hardcamp gepult, aber... Nee, doch nicht. Da kommt sie. Und sobald die Gegner Level 6 sind, spätestens musst du weg da. Also für dich wäre es jetzt eigentlich Jungle-Zeit. Hier unten in die Camps. Mit den Illus Jungle in Small Camp ist leider nicht da, sonst kannst du Small Camp holen. Und die Illu immer tanken lassen, bis die Illu low ist und von da an mit dem Held tanken. Wie mache ich das mit dem Aggro-Befehl auf die Illusion, ne? Ja, oder kurz den Held wegziehen. Es kommt drauf an, wie die Creeps gerade stehen. Ja. Dann geht das nicht immer so einfach mit dem Aggro-Befehl. Okay, Lane läuft nicht so gut. Du kannst hier durchs Gate gehen und gucken, ob du oben Kill kriegst mit Meta. Lane ist oben reingepusht, die Gegner sind relativ low. Deine Teammates haben noch viel AP. Coming top. Maybe can get a kill. Also wenn deine Teammates goen, ist definitiv ein Kill. Bei Wyvern immer aufpassen, wenn ihr zusammensteht, kann die cursen und dann hittest du deine Teammates. Ja, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die schon Level 6 sein kann. Oder auch deine
Deine Elos hitten dich, je nachdem wer gecursed wird. Aber jetzt hast du doch eine wunderbare Lane hier oben gefunden. Das war schade für den Magnus. Aber sehr gut für dich. Nächste Wave kannst du hinterm Tower holen. Okay, nee, Bar ist da. Musst du erstmal weg. Fango essen, safe rein swappen. Oh, der Barra stirbt jetzt nochmal. Und jetzt am besten einfach in den Jungle gehen und von den Jungle Creeps hitten. Damit meinst du hier oben oder in welchen Jungle? Also jetzt, da wo du stehst, würde ich jetzt durchs Gate gehen und unter deinem T1-Spot wieder fahren. Okay. Und diese ganze Ring of Basilius-Nummer von TA machen wir hier nicht. Also ich würde mit dem Blade of Alacrity, dadurch, dass du so viel jungeln musst, brauchst du mehr Mana als gewöhnlicherweise. Das heißt für dich Casual Sobi-Maske zusammen mit dem Blade of Alacrity. Und brauchst du noch einen neuen Branch für den Magic Wand. Und von da aus hier in den Jungle, der ist eigentlich sehr nice zu farmen. Es sind zwei Hardcamps, ein Mediumcamp, die relativ nah beieinander sind. Oh, Mitte? Kann ich nicht machen. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstiges Timing, dass ich meinen Stick bekommen habe, als ich in den Jungle gegangen bin. Aber der. Das stimmt, aber das passiert. Es gibt ja auch ein paar Jungle Creeps wie die Wölfe da, die Spells usen, kriegst du immer ein paar Stick Charges. Moment, man kriegt Stick Charges von Creep Spells? Ja. Oh. Lass ich hier was machen? So, Illus kannst du da auf jeden Fall hinschicken zum Deep Pushen. Das ist ein gutes Play, aber ansonsten einfach weiter jungeln. Hier ist noch ein Hardcamp. Kann ich auch stacken vielleicht, oder? Ist Stack ein Thema? Aber stacken würde ich dir nicht zwingend empfehlen. Jetzt kannst du es natürlich durchziehen, aber je nachdem welche Creeps da spawnen, ist es nicht so angenehm, das zu farmen am Anfang, wenn du wenig Resources hast. Aber du hast ja noch viel Heal dabei. Da geht das schon. Ja, Panik-Heal. Aber gut. Aber dabei. Jetzt Sunder. Na, jetzt habe ich Illusionen voll geskillt. Genau. Ja, jetzt kannst du Sunder skillen. Wie ist dein Nervositätslevel, da ich die Blade of Alacrity noch nicht geholt habe? Ist das noch okay, oder? Also wäre schon ein Item, was ich mir direkt schicken lassen würde. Alles klar, okay. Gut, nee, dann ist ja in Ordnung. Oh. Mitte geht's vielleicht. Okay. Oh, wenn der Muskel da weggeht, dann passiert da aber auch nichts mehr. Aber du kannst ja vielleicht die XPs klauen. Oh, Sunder ist aber auch teuer, ey. Oder deine Illu stiert den Kill. Die Self kannst du ruhig in den Backpack packen, dann kannst du mit dem Quelling Blade rumlaufen. Und für dich heißt es jetzt einfach erstmal im Jungle recovern. Die Gegner liegen relativ weit vorne. Also die größte Herausforderung in so einem Game mit Terror Blade ist, dass die Themen jetzt nicht tilten, aber das ist halt was, worauf du nicht so viel Einfluss hast. Ja. Boah, das Mana ist aber auch echt, ey. Vor allem, ich kann ja dann kaum mithelfen im Kampf, ne? Wenn ich brauche 200 Mana für Sunder und Meta.
Der Husker wird dich vermutlich jumpen. Da musst du aufpassen. Oh, die Cutter Wave gedefft. Ist immer gut. Und wenn du so wenig Mana hast wie jetzt, dann auf jeden Fall den Dread Switch für die Illus und noch eine Clarity bringen lassen. Ja. Das kann, oder? Mitte sind jetzt drei Helden. Das ist kein Fight, den du nehmen kannst. Kein Mana, Freunde. Und einfach gucken, dass deine CS nach oben steigen. Und wenn die Gegner schlecht stehen, kann man dann mal eine Meta usen für ein kleines Skirmish. Die Frage. Also, wenn alle Leute ihre Spells gut drücken, dann nein. Aber wenn der Magnus eine schöne AP kriegt, dann vielleicht. Aber auf jeden Fall gucken, dass du dein Riftband wieder ins Inventar packst. Das ist viel Gold, was da im Backpack ist. Und jetzt die PA hier vielleicht. Die steht out of position. Die Ulti auf der Wyvern geused. Da musst du gleich sundern. Nein! Ach komm, das wäre so schön gewesen. Oh, aber das ist wahrscheinlich die ultimative Terrorblade Experience. Das ist. So sehen ungefähr 50% der Games aus, wenn du Terrorblade spielst, ja. Okay. Kurz vor dem perfekten Thunder gestorben. So, ist das jetzt Manta oder? Das ist Yasha. Jetzt ist ein Manta, ja. Also ja. Wie gesagt, Wraithband nochmal ins Inventar reinpacken, dein Quelling Blade verkaufen für Blade of Alacrity und dann irgendeine am besten Bot spielen. Dann kannst du mit Illus rauspushen und den Jungle neben dran fahren. Und mit was soll ich verkaufen? Quelling Blade für Blade of Alacrity. Und dann kannst du runter TP'en, kannst unten den Jungle farmen und mit deiner Elo die Lane pushen. Problem ist, wenn du dich auf der Lane zeigst, wirst du gecharged. Jetzt willst du gucken, dass du immer in der Nähe von der Lane jungles, dass du mit den Elos die Lane dann pushen kannst, sobald eine Wave kommt. Your middle tower is under attack. Wenn die Viper da vorbeikommt, dann könnt ihr den AA killen. Kann natürlich sein, dass jetzt noch Backup kommt von dem Kollegen. Du bist gecharged. Gucken, dass du den Sander noch rauskriegst. Also, das ist. War ein guter Trade für euch. Ist zwar ärgerlich, dass du da sterben musst, aber er liegt so weit hinten, dass sich das wohl nicht umgehen lässt. Ja. Aber mein erster Thunder, würde ich sagen. War nicht schlecht. So, Tier 2, Item. So, und der Husker ist noch gestorben.
IPA hat geballbackt. Jetzt kannst du dir wie ein Freshtags oben die Wisdom-Rune holen und dann Top-Area spielen. Aska ist nicht so ideal für mich, ne? Weil der hat immer Low HP, der ist kein gutes Thunder-Ziel. Und der hat BKB, wenn er BKB anhat, kannst du auch nicht Thundern. Jetzt, oben rauspushen mit der Illo und Triangle Farm, genau. Aufs Engine Camp warten, bis du die nächste Illo ready hast, dass die für dich tanken kann. Ja, ich verstehe, okay, dann glaube ich, muss ich noch was machen mit Hotkeys. Dass ich dann nicht immer die Vision aus der Lane wieder zurückziehe. Und wo ist jetzt das Item hin? Es wurde in die Base tippet. So einen Courier bringen lassen. Das T2-Item. Das können wir noch. Da unten ist alles gefarmt, das heißt, dein einziges Camp, was du wirklich farmen kannst, ist das hier. Das gibt es ja nicht mehr viel zu holen. Und wie gesagt, T2-Item, T2-Token wäre ganz gut, wenn du dann eine Ramp Race kriegst. Okay, aber die Illusionen, die halten wirklich lange. Da kann man gut was mitmachen. Sorry, wo ist mein Item? Ich hab's noch nicht gekauft gehabt. Sorry, ich wollte nicht pingen. Neue Tastatur. Das mit dem Pushen ist natürlich cool, aber währenddessen verlieren wir das Spiel halt auf der anderen Seite. Aber genau, ja. So ist das meistens mit Terrorblade. Deswegen hat er gerade auch in 8K Plus Games 42% Rate. Weil an sich ist der Held ganz gut, auch in Competitive ist der ganz gut, aber wenn du ein unkoordiniertes Team hast, das einfach nur auf Gegner draufläuft und stirbt und auf Gegner draufläuft und stirbt, dann ist der Held halt nicht perfekt, weil du nicht immer fighten kannst. Ja. Specialist Array oder Bullwhip oder was machen wir? Specialist Array ist gut, ja. Ist auch gut auf Melee Heroes, gibt viele Stats, viel Damage. Eins der besten. Okay, soll ich jetzt mal mitkämpfen auch? Also generell schon, aber bis du da bist, ist der Fall drum. Shit. Hm. Ja, das ist so das Ding. Das ist natürlich die Krux bei Carry, ne? Wie oft und wie viel kämpft man mit und wie viel farmt man und wie egoistisch ist man und so. Also Terrorblade hat da einfach momentan im momentanen Patch ein Riesenproblem. Kann jetzt auch sein, dass du gecharged wirst. Ja. Der hat einen Agar, da kannst du nicht mehr sundern. Oh. Und jetzt hast du sehr, sehr wenig Play-Potential. Wie man im Fachjargon sagt, GG, go next. Also, was ihr machen könnt, ist auf AP warten. Der Kollege hat einen Blink und dann musst du halt ready sein, wenn der Magnus AP use. Aber dann gibt's halt noch die Wyvern, die vor euch saven kann. Die hat auch einen Blink. Aber AP ist das Einzige, womit ihr wirklich fighten könnt. AP ist ab in 45. Solange vielleicht in der Nähe vom Magnus Farm. Und dann gleich hoffen, dass ihr den Teamfight gewinnt mit dem Blink auf den Magnus. Man kann aber nicht den Tormentor sundern, oder? Das ist. Nee, das geht nicht. Und oben ruhig mit der Illo wieder rauspushen.
kann sein, dass die Gegner in euer Triangle gerade reinlaufen. Aber P ist ready. Aber der Magnus muss halt mehr oder weniger zuerst rein. Du bist gecharged. Kannst mal Meta anschmeißen, gucken, was passiert. Vielleicht noch ein Thunder hier. Und rein da. Wyvern auch noch low. Wyvern sehr low. Okay. Kein Problem. Das war auf jeden Fall ein guter Fight. Das kannst du Manta-Style fertig bauen. Und für dich wäre es als nächstes Item jetzt Skadi. Brauchst den Hero Use gegen den Husker, brauchst den Hero Use gegen die Wyvern. Ist auch sehr gutes Lincolns Game, aber das kannst du dir an dem Punkt einfach nicht erlauben, dir einen Lincoln zu kaufen. Das ist eher Luxus. So, und jetzt, wo der Top Tower offen ist, willst du die Top Area der Map spielen. Hier irgendwo den Jungle farmen oder hier oben den Jungle und dann mit den Edos immer die Lanes rauspushen, sodass der Barer dich nicht chargen kann. Wenn der Kollege noch M-Power auf dich drückt, dann hast du super viel Damage. Thanks. Und hier kannst du Illus hinter den Tower schicken, jetzt beispielsweise. Und von da an. Und die Map für euch größer werden. Wyvern hat noch Ulti ready, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, und du kannst jetzt davon ausgehen, dass eine Illu eine Wave killt. Zumindest von deinem W-Spell. Das heißt, immer wenn du weißt, das spawnt gleich eine Wave, kannst du auch eine Illu da entlang schicken. Power Damage machen die zwar auch, aber nicht so viel. Deswegen willst du dich eher auf die Creeps fokussieren. Das ist super schnell. Aber mit der Meta Tower Forcen, genau. Die Gegner kommen jetzt, aber da musst du evakuieren, das ist kein Fight mehr. Und dann kannst du durchs Gate gehen und dann hast du unten wieder super viel Space für dich. Da ist gerade niemand. Das ist auch so ein Play, den man durchgehend im Spiel macht. Man farmt in der Nähe des Gates und dann kannst du durchs Gate gehen, der Illu die Lane entlang schicken und dann kannst du einfach nochmal zurückgehen. Der Barra kommt jetzt durchs Gate, da musst du ein bisschen aufpassen, wo du stehst, nach links jungeln. Also die Illu kann nicht durchs Gate, aber du kannst ja immer durchs Gate gehen, wenn du eine Illu machen willst quasi. Das ist so, dass wie das Gate genutzt wird mit Terrorblade. Nein, mein Kollege. Ja, du hast noch eine Clarity im Backpack, die kannst du auch usen. Magic Wand ist das Item, was du immer rauswuppen willst, das dir am wenigsten Farmspeed gibt. Korrekt, ja. So, und jetzt kannst du hier gleich eine Illu die Lane entlang schicken und dann kannst du durchs Gate gehen und kannst dann oben wieder Illus die Lane entlang schicken und den Top Jungle fahren. Sobald der Courier ab ist, hast du Skadi, dann hast du Meta und dann habt ihr nochmal ein gutes Timing für den Fight. Also die Wave ist jetzt gerade ungefähr hier, wenn du jetzt eine Illu schickst, dann solltest du die noch kriegen. Und da unten um die würdest du dich nicht kümmern. Also was vor deinem T2 passiert, interessiert dich in dem Moment nicht. Dich interessieren Jungle Creeps, um die nächsten Waves zu cutten. Oh,
durch hier oben in dem Jungle spielen. Das Problem ist, wenn du ins Triangle gehst, dann kannst du nicht mehr so gut. Dachte ich, kaufe mir es. Achso, ja, klar. Das kannst du machen. Das kannst du definitiv machen. Und dann halt den Ultimate Orb für die Sobi-Maske oder den Magic Wand reinswappen. Vermutlich eher für den Magic Wand jetzt gerade. Weil du das Mana einfach brauchst. Habe ich nicht schon alle Items für Skadi? Das eine ist noch im Courier, aber der Courier ist ja gerade eben gestorben. Naja. Wie sieht es mit dem Courier Respawn aus? 50 Sekunden. Jetzt könntest du abwarten, dann back TPen und dann könnt ihr einen Smoke machen mit dem Skadi und AP. Amanta ist auch echt Mana teuer, ne? Also das. Ja, definitiv. Kann ich mir hier nicht immer leisten. Aber deine Conjure Image Elos sind ja sowieso besser als die Manta Elos. Das heißt, auf die willst du dich fokussieren. Und wenn jetzt wie gerade so ein Held in der Lane ist, soll ich dann trotzdem die Illusion reinschicken oder lieber nicht? Also perfekt wäre es, wenn du es dann auf die nächste Wave hinter ihm schicken würdest. Ah, ja, ja. Verstehe. Und vielleicht hier oben nochmal eine Illo machen, dann Base-Tippen, dann Skadi abholen und dann Fight-Forcen. Nämlich dein Team geht gleich schon rein. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn da hingetippet? Kann ich hier noch Mana regen? Ist das drin? Ja, also deine Teammates haben ja gerade sowieso einen kleinen Fidibus gemacht. Jetzt kannst du dir einen Smoke mitholen und dann kannst du gleich, wenn die wieder ab sind, können die smoken und mit dem Magnus vielleicht einen Fight forcen. Warum smoked man da jetzt raus und versucht nicht Highground zu verteidigen? Das ist das, was ich sonst immer versuche zu sagen in Pubs. Also Highground verteidigen ist natürlich das Beste, was du machen kannst, aber von dem Punkt, wo hier das Game gerade läuft, sollten die Gegner ja gar nicht Highground gehen, die sollten ja jetzt eigentlich rushen. Hm, okay. Aber klar, wenn der Magnus jetzt ein Go kriegt, dann dabei. Zweit, go, go, go. In die Gegner denn? Kannst jetzt dein Team vielleicht smoken hinter dir, dass ihr da noch irgendwie hinterherkommt? Dass die wissen, dass der Go-Time ist. Let's go, let's fight. Solange die Meta läuft, willst du natürlich noch was machen. Muss gar keine BKB mehr. Ne, Illu gleich sondern oder den Fahrer? Okay, ich habe irgendeinen Quatsch gesandert. War der Magnus. Nein. Kommt schon, Illusion, tut es! Was ist denn mit Carry Nummer 2? Yes! Stark! Biber hat's geschafft. Nice! Ja, wir haben ihn supportet die ganze Lane lang. Ja. jetzt dein nächstes Item ist definitiv ein Silver Edge. Für Bloodthorn haben wir kein gutes Game. Das heißt, Silver Edge, um den Husker zu breaken, um den Barra zu breaken, um die PE zu breaken. Ja. Dann kannst du mit dem Grid anfangen. Genau, auch wenn der nicht auf Illusion wirkt, aber auf mir schon. Also der Grid funktioniert auf Illusion, aber der Damage, also die 32 Damage, die Chrysalis gibt, funktionieren nicht auf Illus. Okay. So, was ist jetzt wieder in Lane-Nähe farmen und pushen? Genau. Das hier wäre so ein Szenario, da kannst du die Illus die Lane entlang schicken und dann kannst du durchs Gate gehen und kannst dann oben weitermachen mit deinen Illus. Du willst eigentlich top reingepusht haben, dass die Gegner jetzt nicht rushen können. Okay. Jetzt denken die natürlich auch, oh, von da unten kommen die Illus, da muss der Terrorblade da unten sein. Okay, die PE direkt auf dich drauf.
Das ist sehr schwierig. Die sind schon im Rauschpit. Oh, wenn du einen Thunder kriegst. Jetzt erstmal disengagen. Ja gut, aber das sagst du so leicht. Ja, also... Ich hab wenig Mobilität, also, aber ja, das war eine dumme Situation. They're rushing. Sag mal, in einem normalen Spiel wäre dein Team auch zu dir gelaufen, statt von dir weggelaufen. Und dann wärst du zu denen gekommen und die hätten dich gerettet. Aber du wirst hier von vorne bis hinten komplett verkauft. Ja, nee, okay. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, ich dachte auch nicht, dass sie so schnell im Pit sind. Aber war ein gutes Play vom Husker auf jeden Fall. Okay, also sie sind von dir weggelaufen, um danach dann reinzulaufen. Ja. Erstmal aus der Distanz das in Ruhe angucken. Soft Commit, habe ich gehört, heißt das. Ach so, okay. Soft Committen. Und du hast hier ein ganz großes Shadowblade-Problem bei den Gegnern. Das heißt, Raveband für das austauschen. Und einfach mal diesen ganzen Backpack da verkaufen. Die Sachen brauchst du sowieso nicht mehr. Und die Midlane ist für mich aber nicht so interessant, oder? Weil ich da nicht so gut in der Nähe farmen kann, oder doch auch? Also Mid ist nicht so interessant, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass du durch Vision läufst und du willst eigentlich da spielen, wo die Gegner dich nicht sehen und deine Elos sollen die Lanes pushen. Also ihr könnt jetzt auch keinen Fight nehmen. Finde ich, ist jetzt gerade Wave-Skip mal angesagt. Ich habe null Catch oder irgendwie sowas, ne? Also ein bisschen mit. Das Einzige, was du hast, ist der Skadi Slow mit der Meta. Ne, Refraction Slow. Aber es ist halt nicht viel. Da liegt noch ein T4-Item. Und jetzt gibt es leider einen Philibus nach dem anderen, aber ohne den Magnus können wir definitiv nicht fighten. Und die Gegner haben noch Aegis und die Gegner haben noch Curse. Also schwieriger Fall. Aber ich muss trotzdem ran, oder? Also das hier ist eigentlich ein Punkt, wo man denen die Mitte Rex gibt. Aber ich weiß halt nicht, wie glücklich deine Kollegen damit sind. Ja, vielleicht macht der Magnus ja noch ein paar coole Plays. Er wird definitiv reinspringen, so wie der läuft. Ja. Okay, nice. Nice, nice. Aber die wollen da vielleicht noch. Ihr habt keine AP. Die dürfen dich nicht gauen. So schnell wie der Mara da weg ist. Ja. So, pushen wir jetzt irgendwas oder weiterfahren? Kannst du mit deinen Elos die Mitte runter pushen, aber ansonsten ist jetzt gerade Farming-Zeit. Du hast keine Meter, ohne Meter willst du nicht fighten. Und einfach wieder die Map groß machen, das nächste Meter stallen. Muss ich hier mitkämpfen? Bin der Einzige, der das hat hier, deswegen. Ah, shit. Der hat noch Aegis, der Husker. Der ist. Aber der ist relativ alleine gerade. Vielleicht, wenn der Windrunner da was machen kann, aber der A ist schon ein besseres Target. Aber A geht komplett weg. Husker alleine, Husker alleine. Okay, good enough. Good enough. Kannst nicht erzwingen. Also jetzt mit dem Silver Edge auch gucken, dass du immer den Hit aus dem Silver Edge machst, um die Gegner zu breaken. Ja. Naja, das ist das alte Meld-Problem. Aber ihr habt gleich wieder Meta. Die Gegner werden vielleicht nochmal in Mitte durchpushen. Muss jetzt auf dem Highground aufpassen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Vision haben.
Ja. Empower wäre natürlich auch immer äußerst praktisch. Oh, der Magnus geht wieder zurück zum Defenden. Vielleicht geht da ja nochmal was. Aber Rex dann jetzt weg. Diesmal definitiv. Also wenn ihr fightet, dann nur mit einem Magnus Initiate. Du willst nicht darauf hoffen, dass der dich rettet mit AP. Das wäre zwar ein cooles Play, aber keins, auf das wir uns verlassen wollen. Wo bist du, Maroon spawned? Oh. Magnus hat einen kleinen Upsi eingebaut. Ups. Aber Mitte gibt's ja für die Gegner jetzt auch nichts mehr zu holen. Rex sind weg, das bedeutet für dich Mitte ist absolut nicht mehr interessant. Also wieder in den Farming-Split-Modus. Immer wenn du denkst, die Gegner könnten Vision auf dich haben, dann willst du für die Areas Silver Edge benutzen, um da durchzulaufen, um in eine bessere Position zu kommen, um mit den Illus wieder die Waves rauszupushen. Triangle ist halt gerade risky. Du willst eher hier oben die Area spielen. Was wäre denn das nächste Item? Da muss ich ganz tief in mich gehen, um das herauszufinden. Sekunde. Das ist hier nicht so einfach. Vermutlich. Also du brauchst ganz schön viel. Ist okay, also einerseits, ich farm ja. Also du brauchst ganz schön viel im Sinne von so viele Item-Slots hast du nicht. Also du brauchst einen Linkens, du brauchst aber eine BKB. Butterfly wäre natürlich auch sehr geil. Erstmal Buyback halten. Das ist das Erste, was wir machen. Und wir gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Du bist nicht in Shopping-Laune, habe ich das Gefühl. Ist nichts mehr. Also du kannst jetzt auch anfangen, zwei Waves zu cutten. Du kannst dein Manta-Style beispielsweise hier hinschicken. Also die Creeps kommen ja gleich, ganz einfach hinter den C2 die Illus packen. Denen sind die Tower-Shots mittlerweile sowieso egal. Okay, ich verstehe. Mitte ist jemand alleine, da kannst du connecten. Vielleicht kriegt er auch noch einen PA-Kill. Du hast Silver Edge für die PA dabei. Brauchst du vielleicht nicht mal eine Meter, wenn du mit dem Hit reinkommst. Er ist unsichtbar. Ja, zu spät. Könnt ihr holen auf jeden Fall. Meta möchte ich usen. Erstmal warten mit der Meta. Aber du kannst mit deinem Held ruhig hitten. Solange die Kurs von denen tot sind, kann ja dann nicht viel passieren. Maximal wird ein Kollege von dir gecursed und dann tötest du den. Aber ist eben weniger dein Problem. Und jetzt einfach weiter Waves cutten. Wenn dein Team da High Ground gehen will, auf jeden Fall in der Nähe bleiben. Wenn dein Team will High Ground gehen, dann kann man vielleicht sogar Rex forcen oder zumindest eine Cliff. Curse ist Cooldown. Das heißt, davor brauchst du keine Angst mehr zu haben. Aber das ist jetzt auch kein guter Dive mehr. Zwei deiner Team jetzt tot, musst jetzt disengage. Kannst runter TP und Shadowblade usen während dem TP, dann wirst du unsichtbar während dem TP. Nice. Aber wenn du dich jetzt gleich zeigst, wirst du gecharged. Also ich würde sagen, next item ist Satanic. Okay. Gut.
Eine wohlüberlegte Entscheidung. Wir haben halt gerade das Problem, dass Roshan ab ist, aber dass Alternativen jetzt tot sind. Aber ihr habt noch zwei T2-Tower. Das heißt, entweder die Gegner gehen jetzt ins Rochpit oder holen T2 von euch, aber das ist beides in Ordnung. Können wir mitarbeiten. Ja, der Barra hat jetzt auch einen Gem. Ich glaube, jetzt müssen wir kämpfen, Vision, oder? Da kannst du nicht durchlaufen. Ja, aber erstmal auf deinen Teammates warten. Also da respawnt gleich noch die Windrunner, der Ogre respawnt. Ab dann könnt ihr da vielleicht was machen. Du kannst Meta usen, von hinten reinkommen, vielleicht die Wyvern direkt kauen. Oder die PA. Ja, nice. Meta. Das wird ein voller Teamfight, muss Meta usen. Shit, ich habe leider immer oft eine Illusion ausgewählt und nicht meinen Helden. Und dann macht er die Spells nicht. Hm. Also mit dem Satanic musst du auch darauf achten, dass du nicht von der AE-Ulti gehittet wirst in dem Moment, wo du Satanic usest. Was ist Satanic nochmal genau? Das hat, da erhöht man seinen Lifesteal, ne? Genau, ja. Und du kannst ja nicht lifestealen, wenn der AE dich mit der Ulti getroffen hat. Wenn der AE, nicht PA. Okay, AE. Ja, verstehe. Also für dich geht's vermutlich auch gleich einfach auf die Botlane und dann die Botlane rauspushen mit Illus und dann ab ins Rosh-Pit. Wie ist es, kann man mit Illusionen gut Rosh nehmen oder bin ich eher ein schlechter Rosh? Also Terrorblade ist ganz okay, um Rosh zu nehmen. Diese 1 gegen 3 Kämpfe, das ist immer faszinierend. Aber wenn ein Team tot ist, dann gibt es natürlich auch kein Rosh für dich. Ja, dein Reaver ist noch im Courier. Also dein Satanic wäre ready, müsstest aber dann halt dein Dust draus swappen. Und jetzt ist es 1 gegen 5. Aber du machst das schon. Einfach hinter den T4 stehen. Und Illusion reinschicken. Und warten, bis die Fountain diven. Also jetzt gerade einfach nur gucken, dass du so defensiv stehst wie möglich, dass die Gegner, wenn sie dich gone, overcommitten in deine Fountain. Du hast ja noch Buyback ready. Wenn die für Mega Creeps gehen, kannst du sie nicht dran hindern. Einfach langsam spielen. Wir werden sowieso Mega Creeps kriegen, ob du jetzt reinläufst und stirbst oder nicht. Gleich, wenn der Magnus ab ist, dann können wir vielleicht nochmal was machen. So, jetzt heißt Go Time, du musst Meta usen und direkt rein mit allem, was du hast. Sonst enden die einfach. Ey, Ulti hat dich gehittet, also du kannst nur Sundern, nicht Lifestealen. Aber da kommt auch zu viel Damage jetzt. Da kommt ein Stun und du bist tot. Dann kannst du nichts mehr machen. Okay, aber ganz gutes erstes Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, das war recht stellvertretend, oder? Für die Erfahrung eines TB-Spielers. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade in dem Patch war das eigentlich die Zusammenfassung für alle TB-Spiele, die in dem Patch bis jetzt gespielt wurden. Okay. Aber immerhin, also ich meine das mit dem...
Das mit dem Farm-Split pushen, das ist schon cool. Ich glaube, das kann schon sehr stark sein. Man muss halt nur gucken, dass man nicht zu sehr hinten liegt. Aber an sich. Wie war es mit dem Vermögen? Huiuiuiui. Ah, ich habe mich ein bisschen hochgearbeitet. Okay. Aber also die Lanes, wenn du dir deine Last jetzt anschaust. Ja, okay. Ja. Und die Last jetzt von den anderen, du hast am meisten GPM, obwohl du im Team warst, was von Minute 1 hinten gelegen hat. Ja, und die Windranger hat mir auch so ein bisschen was weggenommen, ne, mit Last jetzt. Aber, definitiv, ja. Ja. Aber okay, kann ich mir vorstellen, krieg ich schon hin. Da gibt es jetzt auf jeden Fall einiges zu üben. Mit den, ja, muss ich gucken, wie das ist mit den Mana-Problemen, ob ich das hinkriege. Und du sagst, ab welchem Level nochmal ungefähr farmen? Ab Level 6, wenn man dann voll die Illusionen geskillt hat und dann das Ult skippt, dann kann ich so ein bisschen farmen und die Lane verlassen. Oder so war es ungefähr? Genau, also so, ja, das ist so das Timing, ab dem du jungeln kannst, aber das ist definitiv nicht das Timing, ab dem du jungeln willst. Jetzt mit Terrorblade so lange die Lane spielen, wie es irgendwie nur möglich ist. Ah, okay, gut. Also die Lane ist, obwohl ich gut farmen kann mit Illusionen, ist die Lane trotzdem ergiebiger für mich. Genau, weil du die Sustain-Probleme hast. Und TA ist ein Held, der automatisch, ich sag mal in Anführungszeichen, Cleave hat. So wie ein Sven, bei den beiden Helden ist das nicht so schlimm. Dann gehst du in den Jungle und dann killst du die Camps relativ schnell. Bei Terrorblade kommt das alles durch deine Stats, die du hast. Und natürlich hast du relativ wenig Stats, wenn du wenige Level und wenig Gold hast. Ja, ja. Okay, interessant. Also die Lane ist schon auch einfach besser vom Goldertrag her. Ja. Also, bis zu welchem Punkt? Also irgendwann, blöd gesagt, irgendwann muss ich ja aufhören zu lane und anfangen zu farmen, oder? Weil dann sonst stehe ich ja nur rum. Genau, ja. Aber das ergibt sich eigentlich. Du farmst die Lane und dann merkst du irgendwann, okay, jetzt kann ich hier noch nebendran den Jungle Camps farmen. Und dann merkst du irgendwann, okay, jetzt farme ich zu schnell die Jungle Camps und jetzt sind keine Camps mehr für mich in der Nähe. Und von da an fängst du dann halt an, in Richtung mehr Camps zu laufen. Ja. Ja. Also der Grund, warum wir Meta auf Level 3 zwei Punkte geskillt haben, war einfach nur für den Kill auf den AA, der dann leider nicht passiert ist. Ich habe nicht gecheckt, dass Runefinder keinen Stunt skillen möchte. Also du kannst auch, oder ich sag mal, in vielen Games ist es auch zu empfehlen, dass du einen Punkt Reflection Level 1 machst, einen Punkt Meta Level 2 und von da an einfach nur noch Conjure Image hochskillst. Ja. Und die Meta Level 2 einfach skippst. Das ist was du nur machst, wenn du den Kill in der Lane kriegen kannst. Ja. Also wenn Killpotenzial auf Level 3, Meta Level 2 und ansonsten direkt schon Illusionen und das dann hochskillen bis Level 6. Genau. Okay. Ja. Also du, Meta bringt dir ja auch nichts im Jungle. Und das heißt, du hast einen Skillpunkt weniger in deinem Farming-Spell. Ja. Ja. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Ganz grundsätzlich noch eine Frage, jetzt ein bisschen anderes Thema, aber natürlich als POS 1 habe ich natürlich auch viel mit den verschiedenen Offlanern zu tun. Wer mir da besonders schwer fällt, ist Axe. Da weiß ich immer gar nicht, was ich machen soll. Hast du da ein paar kleine Tipps für mich? Was mache ich als POS 1 gegen Axe? Egal, ob es jetzt TA oder TB ist. Wie gehe ich das an? Also, bei Axe willst du das Timing. Also, du willst Axe pressuren, bevor er Vanguard hat. Okay, also ich hab 40 Sekunden Zeit. Also wenn Axe eine gute Lane hat, dann sage ich mal, hat er bei Minute 4 einen Vanguard. Und okay, also vermutlich, wenn man ihm keine Kills gibt, hat man noch ein bisschen länger Zeit, aber auf jeden Fall willst du ihn vor Vanguard pressuren, danach geht's meistens nicht mehr. Ja. Und von da an willst du einfach den Axe dodgen, so gut es geht. Das heißt, wenn er hinter deinem Tower spielt und die Waves cuttet, spielst du vor deinem Tower. Und wenn er vor deinem Tower steht und ich Hard Pressure, dann geht's für dich meistens ab in den Jungle, sobald er das Vanguard hat. Weil du im Jungle mehr Farm kriegen würdest als auf der Lane. Okay, ja. Und wenn ich im Jungle bin, dann laufen mir die gegnerischen Creeps immer in meinen Turm rein. Ne? Das muss ich dann mehr oder weniger einfach ertragen und den Turm aufgeben, oder wie? Also, wenn. Das kommt natürlich drauf an, wie viel Farm du hast, welchen Held du spielst. Aber wenn du jetzt eine TA spielst, beispielsweise, da kannst du den Axe schon gut pressuren. Aber es gibt halt so einen Punkt, Axe sollte halt sehr schwach sein, bevor er Vanguard hat.
Wenn du es schaffst, ihn nicht zu pressuren in der Phase, wo er leicht zu pressuren ist, wirst du es auch nicht schaffen, gut zu lanen ab dem Zeitpunkt, wo er schwer zu pressuren ist. Mhm. Und bei TA heißt das, Level 1 meld, du fängst direkt an, den X zu hitten, Level 2 hast du Refraction, dann muss der X sein Battlehanger auf dich packen, um die Refraction Charges wegzumachen. Aber wenn du Last Hit kriegst, ist ja der Battlehanger weg. Das heißt, mit TA auf jeden Fall eins der besseren Matchups für dich gegen den X. Bis er Vanguard hat, danach nicht mehr anrühren. Es sei denn, man kommt mit 4 Helden an und kriegt ihn irgendwie kaputt, aber danach einfach gar nicht mehr dagegen kämpfen. Außer du hast halt die Lane gewonnen. Also, das ist bei X. Wenn X ein frühes Vanguard hat, kannst du den Held nicht aufhalten. Wenn X ein spätes Vanguard hat, kann der Held absolut gar nichts machen. Und okay. Das, also, wenn er bei 7 Minuten erst einen Vanguard hat, dann hast du definitiv deine Lane gewonnen. Und dann kannst du den auch verprügeln, wenn er einen Vanguard hat, in den meisten Fällen. Ja. Aber wenn er bei Minute 4 mit dem Vanguard um die Ecke kommt, dann wird er dich definitiv verprügeln auf den meisten Helden. Bei Terrorblade kannst du X beispielsweise nur pressuren, wenn du Meta hast, weil dein HP-Pool zu gering ist. Der Counter-Helix macht Pure Damage. Mhm. Das heißt, er dreht sich 3-4 Mal in deiner Nähe und auf einmal bist du tot. Das heißt, die Range ausnutzen und X bestenfalls nur gone, wenn wenig bis keine Creeps in der Nähe sind, die ihn angreifen. Ja, ja. Das ist natürlich mit Wraith King ein Problem, weil der dann auch die Skelette auf sich hat und dann noch mehr dreht und dann kann ich da gar nichts machen. Also es ist auch ein bisschen Counter, oder? Nehme ich an gegen Wraith King? Also bei Wraith King spielt auch wieder dieses Timing mit rein. Du hittest frühes Level 2, X ist Level 1 oder Level 2 und dann kannst du mit dein Support, ist vielleicht ein Lich oder irgendein Held, der ein paar Spells auf den X drücken kann. Und wenn er dann halbe AP hat und du summon Skelette und du stunst ihn und hittest ihn dann noch ein bisschen, dann kann das schon eine sehr harte Lane für X sein. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ihr einfach nur Farm tradet und du den X nicht ghost, der X dich nicht ghost und der X dann bei Minute 4 oder 5 Vanguard hat, ab da kannst du mit Wraith King eigentlich nichts mehr machen. Ja. Alles klar, okay. Also früh pressuren, wenn es geht. Und dann, also angenommen, es läuft jetzt schlecht und er hat seinen Vanguard und er skippt die Lanes und cleart die alle und die gegnerischen Lanes laufen in den Turm, dann verstecke ich mich einfach am Turm. Da kann er nicht so gut gegen mich kämpfen. Ich versuche die Last Hits noch an der Tower zu kriegen, so gut es geht, und gebe mich einfach damit zufrieden und höre einen Podcast nebenbei oder sowas. Genau, ja. Okay. Also wenn er deine Wave hinterm Tower skippt, heißt das auch, er hat keine Creeps, wenn er auf dich draufläuft, und das heißt, er dreht sich auch weniger. Und dann ist er nicht so gefährlich. Ah ja, okay, ja. Also er ist immer stark, wenn die ganzen Creeps in der Nähe sind, meine eigenen Creeps in seiner Nähe sind, dann. Das ist wahrscheinlich, warum so viele Anfänger wie ich Schwierigkeiten haben gegen X, weil es so ein bisschen diese Dynamik, die man kennt, umdreht. Normalerweise denkt man, oh, ich habe viele Creeps bei mir, ich bin stark, der Gegner aggroht die und dann töte ich ihn mit den Creeps, und bei X ist es genau andersrum, der ist super stark, wenn ich eigene Creeps dabei habe. Es ist auch Also, es ist auch schwer, dagegen zu spielen, weil der Held ein sehr frühes, sehr starkes Timing hittet und du das Timing davor nutzen musst, um zu pressuren. Aber oftmals will man ja erstmal, also als Carry kommst du auf die Lane und dann sagst du, haha, ich kann hier free farmen, ich bin voll glücklich. Aber in der Zeit, wo der Ex dann free farmt, ist der halt noch glücklicher als du. Ja, okay. Hm. Also, eine Sache gegen Ex ist, wenn er deine Waves skippt und er hat da keine Creeps, dann muss er Call usen, dass du ihn angreifst, und danach hast du sehr oft einfach die Möglichkeit, um raus zu TP'en. Also TP ist so eine Sache, die du gegen X, wenn es geht, irgendwie ready halten willst. Ja. Nach Call TP'en. Okay. Mhm. Okay, gut. Gucke ich mir mal an und dann werde ich jetzt eifrig trainieren. TATB werde ich mir das Ganze mal anschauen, und dann sollte ich jetzt eigentlich mit 3 Helden, glaube ich, immer einen davon kriegen. Zumal die ja auch nicht so oft gebannt werden, habe ich das Gefühl. Wraith King schon oft, aber die anderen beiden nicht so. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Wir haben schon gesprochen. Vielleicht machen wir bald wieder ein Butter-Derby nächste Woche vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht trete ich auch mal dann als Core an. Fände ich zumindest mal spannend. Ja, aber auf jeden Fall. Mal gucken, wie ich bis dahin trainiere und mich entwickle. Und dann weiß ich jetzt, was zu tun ist. Vielen Dank. Alles wird trainiert und dann schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Vielen Dank für diese kleine Einführung in Terrorblade. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und diesen Helden auch so ein bisschen verstanden.
Und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder irgendwann. Schaut auf den Streamplan auf jeden Fall, wie es aussieht mit der Butterbande. Okay, also ein Held, den ich dir noch ans Herz legen will, ist auf jeden Fall der Bloodseeker, weil du deutlich besser zählst als die Leute auf deiner MMR. Und wenn Dankeschön. Du besser Last hätten kannst als alle anderen, dann ist Bloodseeker halt echt gut. Okay. Also den solltest du dir mal anschauen, der macht auch Laune, mit 1200 Movespeed über die Map zu laufen und einfach nur ein paar Free Kills abzufahren. Der ist dann aber 1 und auch 2 oder Offlane oder wie ist der? Also momentan wird er eigentlich nur auf der 1 gespielt. Okay. Mhm. Ja, können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Schau ich mir mal an und dann haben wir eigentlich schon einen ganz guten Pool. Okay, cool. Ja, danke dir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Hau rein. Ansonsten, falls ihr mehr von Hovi wollt, ihr könnt ihm auch auf Twitch folgen. HoviT, wo er auch ab und zu streamt. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, mach's gut. Hau rein. Nein. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Dota Coaching für heute. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch trainieren. Mal schauen, vielleicht werden wir uns am Samstag oder am Sonntag mal so ein bisschen in die Ladder schmeißen. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze tatsächlich in die Praxis umsetzen. Das sah jetzt noch ein bisschen holprig aus. Aber mit TA, TB haben wir jetzt zumindest schon mal Helden, die ich gut trainieren kann. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder für WoW. Es geht weiter, Season of Discovery. Werden wir heute Abend noch ein bisschen spielen. Ansonsten habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich schicke euch in der Zwischenzeit mal rüber zum guten Nils. Habt da noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, so ungefähr ab 18 Uhr geht es bei mir weiter mit WoW Season of Mastery. Da könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal die VODs noch nachholen, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut rein und habt noch einen schönen Abend. Bis später, macht's gut. Denkt dran, morgen gibt's Creepjack. Haut rein, bis dann und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.